Das müssen wir uns von Leuten sagen lassen. Man kann sich dann das formulieren. Hier wird geschwätzt von Demokratie. Und in Nordrhein-Westfalen sind es Ihre politischen Freunde, die ein unerwünschtes Volksbegehren mit den billigsten Methoden abqualifizieren und sperren wollen. Herr Brandt, Sie sagten, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und hier steht die Elternschaft eines Landes gegen eine unsinnige Schulpolitik auf. Und dann geben Sie für 400.000, 500.000 Einwohner und Stimmberechtigte, geben Sie dann 8, 9 Abstimmungsstellen, meine Damen und Herren. Wenn das keine Manipulation ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was Manipulation ist. Und angesichts solcher Vorkommnisse reden Sie von Demokratie, reden Sie von Angriffen auf Demokratie. Demokratie, verehrter Herr Conradi, ist für Sie, was der Sozialdemokratischen Partei dient und sonst gar nichts. Ein Mann, der hierher kommt und erklärt, junge Menschen seien in der Bundesrepublik dem Kalten Krieg ausgesetzt, den kann ich nur auch fragen, wo leben denn diese jungen Menschen, die dem Kalten Krieg ausgesetzt sind? Und dann, nun Herr Abgeordneter aus Mainz, ich möchte an Ihrer Stelle Ihnen raten, aufgrund unserer gemeinsamen Wegstrecke, dass Sie dazu keinen Zwischenruf machen sollten. Meine Damen und Herren, Und wir haben zum letzten eben von einem dritten Redner aus dem Lager der SPD eine erstaunliche theologische Umformulierung des Gewissensbegriffs erlebt. Meine Damen und Herren, ich hätte Ihnen nicht übel genommen, wenn Sie ans Pult gegangen wären und hätten gesagt, ich war bei Willy Brandt eingeladen, das ist sein Geschäft als Parteivorsitzender, das ist in Ordnung, der hat mir die Gefahr für die Koalition vor Augen gestellt und zähneknirschend stimme ich zu. Das wäre eine Begründung eines Mannes gewesen. Aber hören Sie doch auf mit diesem läppischen Geschwätz von Gewissen, wenn Sie gleichzeitig sagen, es geht um den Machterhalt der Koalition. Entweder es gibt eine Gewissensentscheidung, dann müssen Sie die Konsequenzen dieser Art ziehen. Aber das ist ja jene intellektuell-moralische Hoffart, die sich seit Jahren durchs Land ziehen lässt und die dann zu so makabren Formulierungen führt, Ihre Freiheit ist nicht unsere. Ich antworte Ihnen gerne darauf, Ihre Republik ist nicht unsere. Und darüber werden wir uns auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, wer so wie Sie den politisch Andersdenkenden in seiner moralischen Grundlage angreift, der muss die Antwort bekommen, die er allein versteht. Verteufelung. Herr Kollege Imke, wenn wir beide uns über Nationalzeitung unterhalten, lässt sich unser beider Lebensweg in diesem Zusammenhang sehr wohl miteinander vergleichen. Bringen Sie mich bitte nicht in die Lage, über Geschichte der NS-Zeit mit Ihnen debattieren zu müssen. Ich werfe niemand einen politischen Fehler, einen Irrweg oder ein Irrtum in jungen Lebensjahren vor. Ich bin dafür, dass das Recht auf politischen Irrtum für jedermann gilt. Für jedermann, das sage ich bewusst, auch für jedermann im Deutschen Bundestag. Aber Herr Imke, es ist unerträglich, dass von Ihrer Seite derartige Töne des Rechtsradikalismus immer wieder hier reingetragen werden. Eben hat einer Ihrer Redner
im Blick auf ein Zitat eines bekannten deutschen Richters auch wieder so eine spezielle Formulierung hier eingeführt. Meine Damen und Herren, damit es klar ist, auch wenn es sich um den Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts handelt, er muss sich selbst fragen, ich beziehe mich auf das Zitat, wie er mit diesem Zitat leben kann. Ich gehe davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland von allen ihren Bürgern aufgebaut wurde in allen demokratischen Lagern. Und ich billige jenen, die früher bei der NSDAP waren und beim Wiederaufbau mitgeholfen haben, einen beachtlichen Respekt zu, wenn sie dazugelernt haben, wenn sie bereit waren, umzulernen. Und es hat niemand das Recht, in diesem Zusammenhang die Liberalität der Bundesrepublik in Frage zu stehen. Und kommen Sie bitte von der SPD dann nicht und jammern über Stimmen im Ausland, über faschistoide Grundlagen der Bundesrepublik, wenn Sie im Deutschen Bundestag in dieser Form zu diesem Thema diskutieren. Herr Abgeordneter Kohl. Bitte, Herr Abgeordneter Ehmke. Herr Kollege Kohl, würden Sie so gut sein, sich gelegentlich davon zu überzeugen, dass bei der Unterstellung, die Sie hier eben mir gegenüber zum Ausdruck bringen, Sie selbst ein Opfer der Rechtspresse sind? Und zweitens, würden Sie zur Kenntnis nehmen, Herr Kollege Kohl, dass meine Bemerkung sich bezog auf die Nationalzeitung, dass Sie hier eben die wirklich schlimme Behauptung aufgestellt haben, unsere Republik wäre nicht Ihre Republik. Und dies ist allerdings eine Sentenz, die ich in diesem Haus noch nicht gehört, aber in der Nationalzeitung wohl gelesen habe. Herr Abgeordneter Ehmke, ich habe auf zwei Zitate geantwortet, die ich wiederhole. Und ich hätte es begrüßt, wenn Sie im Rahmen Ihrer Zwischenfrage diesen Hintergrund noch einmal herausgestellt hätten. Ich habe zu zwei Rednern Ihrer Fraktion gesagt, dass es unerträglich ist, die Behauptung aufzustellen, junge Menschen in der Bundesrepublik seien dem Kalten Krieg ausgesetzt, und zu einem anderen, dass Ihre Freiheit nicht unsere ist. Ihre, das ist CDU und CSU. Wollen Sie mir widersprechen, dass diese These eine völlig andere Auffassung, diese Unterstellungen-These, eine völlig andere Auffassung vom inneren Gehalt unserer Republik beinhaltet? Sind Sie bereit, mir deutlich zu machen, was dann an meiner Entgegnung falsch ist? Herr Abgeordneter Kohl, gestatten Sie eine Zwischenfrage, ja, Herr Abgeordneter Ganzel, bitte. Herr Kollege Kohl, ich sage ausdrücklich, Herr Kollege Kohl, wären Sie bereit, bei allen Meinungsunterschieden, die wir haben, Ihren Satz über Ihre Republik ist nicht unsere Republik zu korrigieren, wenn der Abgeordnete Schwenke hier klarstellt, dass das, was er gemeint hat, war, Ihr Verständnis von Freiheit ist nicht unser Verständnis von Freiheit. Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen erst, wir brauchen ja keine Emissäre, um Verständigungsverhandlungen hier einzuleiten. Wenn der Sprecher Ihrer Fraktion, der hier auftrat, und Ihr Fraktionsvorsitzender das, was dazu zu sagen ist, deutlich stellt, bin ich der Allerletzte, der nicht sofort in dem gleichen Moment hier ans Pult tritt und das Notwendige dann auch von meiner Seite sage. Meine Damen und Herren,